Und dann müssten wir für unser Schiff sagen können. Schiffchen, Route Marburg Stoffe. Und zwar einladen und hier Stoffe ausladen. So, und die Steine, die kannst du in der Gegend rumfahren. Das ist ja eigentlich egal. Damit die Piraten was haben. Da, 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 da. Tom, tram, tom, 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 tom. So. So. Ja, was sollen wir jetzt? Ja, blub. Da unten ging keiner mehr hin, ne? Ich meine, abgesehen davon, selbst wenn da einer hinginge, wüsste ich ja nicht mal, wie ich den abholen soll. Ja. Also theoretisch können wir da einen reinbauen, aber es bringt uns nichts. Schlicht und ergreifend bringt uns das einfach gar nichts. So, die Piraten lassen uns erfreulicherweise gerade relativ in Ruhe. 15%, 15%, ah, 16%. Gehst du jetzt dahin? Ach, du bist ein Vollidiot, ey. Ich hab dir extra gesagt. Ja, das ist genau das, was mich an diesen Weberei-Gesoxi stört. Man muss es halt wirklich in die Mitte packen, damit der die gleichmäßig abholt. Weil sonst werden die weiter weg immer vernachlässigt und die näher dran immer überfrachtet. Also, quasi, die haben gar keine Möglichkeit zu sagen, ich arbeite genug. Wie gesagt, es wäre halt mit zweimal Webstube vielleicht sinnvoller gewesen. Hier. Webstube, wie viel? 10. Es wäre sogar nicht mal teurer. Es wäre das Einzige, was wirklich teurer gewesen wäre, wäre von Ressourcen her. So. Der wäre da. Das wird sogar noch gehen. Das könnte ich noch machen. Dann ist halt die Weberei nicht ausgelassen, aber ich könnte die noch abreißen. Ich könnte die eine noch abreißen. Vor allem ressourcentechnisch würde es echt klappen. Ja, super. Der hier ist voll, du Eumel. Er ist genau das, was mich halt stört an dem Spaß. Deswegen mag ich die auch eigentlich nicht so. Und wie gesagt, bei der Weberei geht's halt einfach wirklich, weil bei der Weberei ist es halt wirklich so, dass... Wie sage ich das? Seht ihr das? Hier unten ist voll. Jeder normale Mensch wird sagen, hey, da unten ist voll, hol das mal ab. Aber weil halt irgendeiner so berichtet, nö, guck mal, hey, blub blub. Und er holt wieder den da ab, wo 3 Tonnen sind, weißt du, und hier ist das Lager voll. Das ist echt lachhaft. Ja, ganz ehrlich. Da mache ich lieber 2 Webstuben. Und hier sage ich jetzt Scheiß drauf. Auch wenn sie effizienter und schneller und alles Mögliche sind. Aber ganz ehrlich, das ist für die Auslastung von meinen... von meinen Dingern viel sinnvoller, von meinen Schaffarmen. Und damit ist dann auch die Effizienz höher einfach. Da. Na, guck, und der holt den jetzt. Ach, Jungs, ey. So, okay, die Effizienz wird sich steigern. Einfach, weil jetzt halt gleichmäßiger verteiltes Zeug geholt wird. Hat uns halt Ressourcen gekostet. Lehrgeld und so, ne?
Gut, ist jetzt egal. Ist jetzt echt egal. Das Wichtige ist einfach, dass wir wieder Stoffe haben und an Stoffe rankommen. So. Jo. Da ist auch wieder ein Lager voll. Hier unten könnte ich eigentlich mal eine Straße reinziehen. Einfach damit wir es haben. Bam. Was kostet der Platz eigentlich? Einen, das geht eigentlich. Das ist genau wie eine Straße. Okay. Da, 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 da. So, und hier haben wir jetzt auf einmal eben den Arzt, der die plötzlich bedient. Hooray! So, und theoretisch kann man jetzt hier sogar eine Kirche hinbauen. Was kostet die Kirche eigentlich an Betriebs... Ah, 60 waren es, ne? Ah, 50. Naja, gut. Das Geld ist es mir gerade egal eigentlich. So, wir können dich auch so drehen. Ich überlege gerade, ob das einen Unterschied macht. Eigentlich nicht wirklich. So. Haben wir die Sache mit der Kirche erledigt? Dann können wir jetzt mal ein paar Kapellen abreißen, nämlich dich, dich und dich. Und wenn wir nachher noch vielleicht irgendwo anders noch eine Kapelle sehen, dann können wir die auch noch abreißen. Dann so. Dann würde ich mal schnell speichern wollen. Gesichert. Und vielleicht mal wieder eine gewohnte Sicht einstellen. Ja, da oben können wir auf jeden Fall noch einen reinbauen. Da können wir noch einen reinbauen. So, es gibt Leute, die haben noch kein Wirtshaus. So, gefühlt diese ganze Reihe hier. Aber das juckt uns eigentlich gerade wenig. So, Lebensmittel, super. Stoffe erholen sich. Tabak und Ding sind auch super. Tabak geht ein bisschen runter. Okay, die E-Nachlieferung kommt jetzt halt nicht mehr so schnell. Das heißt, wir sollten vielleicht den Verkauf einstellen von Tabak. Den würde ich jetzt mal wegtreten. So. Gut. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Das weiß ich. Das war der Plan. Okay, wir können theoretisch auch drüber nachdenken. Davor würde ich aber gerne Schiffe bauen können. So, eine große Werft können wir noch nicht. Können wir eine... Oh, wir können eine tiefe Erzmine machen. So. Dann würde ich hier sagen, wir speichern. Spielstand gespeichert. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Nö, ist wirklich gut. So, bin gerade zufrieden, wie es läuft. Wie gesagt, wir machen das ja alles immer sehr gemütlich. Langsames Wachsen, immer alles im Blick behalten, kontrolliert. So kommt man zum Erfolg. Völlig unabhängig, wo es ist. Das bringt einem nichts, wenn einem die Anforderungen über den Kopf hinaus wachsen. Oder wenn man Aufträge annimmt, die man nicht erfüllen kann oder sowas. Also, das ist einfach Blödsinn. Man muss im Rahmen seiner Kapazitäten wachsen. Und wie gesagt, wenn das halt momentan so ist, dass ich im Rahmen meiner Kapazitäten gerade nicht so wachsen kann, dann muss ich halt wirklich die Leute bremsen und sagen, hey, Zuzug geht gerade nicht. Und ich meine, momentan kriegen wir ja auch noch genug Geld, also das ist ja nicht das Problem. Ist ja nicht das Problem, dass wir jetzt am Hungertuch nagen oder sowas. Das Einzige, was halt ist, wir verzögern unseren Auftrag.
Die anderen könnten halt theoretisch zu gut werden, aber das glaube ich eigentlich nicht, weil ich werde die Insel hier einnehmen. Und der sieht ziemlich mickrig aus. Also den Weißen werde ich vernichten. Schlicht und ergreifend. So, und der bietet Tabak an und den werde ich ihm nicht abkaufen. Damit kriegt er auch keine Kohle. Das Einzige, was ich ja wirklich mal gucken könnte, wäre vielleicht Alkohol oder sowas. Oh. Nachfrage. Oh ja, die haben halt extreme Nachfrage. Was hat der hier so? Tabak? Tabak interessiert mich nicht. Alkohol. Hat der vielleicht Alkohol? Nee, der hat Tabak. Oh, der hat Alkohol. Der hat Alkohol. Und der hier, wo ist er? Zack, der hat auch Alkohol. Okay, die hätten also genug Alkohol jeweils. Das heißt, die könnte ich eigentlich leer kaufen. Dazu bräuchte ich allerdings ein neues Schiff, ein Schnapskahn oder sowas. Der mir dann halt mein Zeug runterholen würde. Moment, das klang jetzt ein bisschen anders als intendiert. So. Wie schaut's mit den Gewürzen aus? Ja, die wackeln vor sich hin. Okay, das ist auch alles gut. Das heißt, ich habe hier genug Ausbaustufen für weitere Gewürze. Die Sache mit den Schärfarmen ist auch noch okay. Die Stoffe, die gehen wieder. Da würde ich eigentlich fast dann sagen, wir hören auf, die zu verkaufen, weil spätestens, wenn wir Schiffe brauchen oder bauen. Irgendwie sehen die Bäume hier so mickrig aus. Kann es am Untergrund liegen? So, dann würde ich da neue Bäume hinbauen wollen. In der Hoffnung, dass die besser wachsen. So. Ja gut, hier hinten gäbe es auch noch, was gäbe es da? Kakao. Oh, Kakao kann ich natürlich auch. Auf Kakao kann ich natürlich auch gehen. Ja, wie gesagt, wir sollten erstmal so ein paar Bürgerchen haben, damit wir auch endlich mal in die Universität. Kaufleute wäre das. Ich sollte meine Flotte ausbauen. Ich sollte echt eine Flotte haben, die ich ausbaue und dann sollte ich irgendwann mal Kanonen bauen. Und so weiter. Naja. Naja, naja, naja. Nun gut. Okay. Gut, ich war gerade wieder ein bisschen in Gedanken. Also, nein, kann ich ja gar nicht. Aber sei es drum. Wie gesagt, es ist jetzt ist wieder so ein Punkt erreicht, wo ich halt einfach sagen muss, hey, muss man ein bisschen laufen lassen. Und vor allem muss ich mir jetzt was überlegen eigentlich. Ja, eigentlich laufen lassen muss ich nicht mehr. Sondern ich muss mich jetzt endlich mal zu einer Entscheidung durchringen. Ich muss mich jetzt entscheiden, eine Werft zu bauen. Und zwar wäre das echt nicht blöd, weil dann könnte ich nämlich hier hinten Kakao bauen. Und dann könnten wir Kakao absahnen bis zum Abwinken. Da könnten wir eigentlich zack, 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 zack. Damit können wir uns auch eine goldene Nase verdienen.
Da oben gäbe es noch Gewürze. Gewürze brauche ich eigentlich nicht mehr. Den kann ich eigentlich vernichten. Und hier hinten könnte ich eigentlich wirklich mir eine Kakaofarm bauen. Und dann bräuchte ich halt ein Schiff. Also ich brauche nicht mal hier Kakao bauen. Sondern ich muss da oben Kakao bauen. So, hier gäbe es noch Baumwolle. Baumwolle wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Also hier könnte ich jetzt zum Beispiel Kakao gehen. Wir prüfen das mal kurz. Wo ist Kakao? Da ist Kakao. So, wir könnten jetzt hier sagen... so. Einmal. Hier oben geht dann nicht mehr. Zweimal. Dreimal. Viermal Kakaofeld. Und zur Not können wir den auch noch platt machen. Weil Gewürze haben wir ja genug. Gewürze haben wir vor allem auf unserer Hauptinsel. Dann hätten wir hier Kakao. Also 1, 2, 3, 4 und 5. Stimmt das überhaupt? Ja, es ist knapp, dann würde ich den halt ein Feld opfern. Es sei denn, ich kann hier sagen, zack. Das könnte auch gehen, dann könnte ich da ein Feld opfern, wie auch immer. Es wird auf jeden Fall gehen. Dann hätte ich da 5 Kakaofelder. Und die sollten mich eine Weile versorgen können. Dann hätten wir nämlich gleich das nächste Bedürfnis von unseren Bürgern bedient. Kakao, und wir müssten dann nicht auf Alkohol gehen, zumindest erstmal nicht. Für die Aristokraten dann doch, aber davor erstmal nicht. Und Kaufleute ist ja eh der Level, den ich so am liebsten spiele. Weil da die Bedürfnisse noch nicht so übertrieben sind. Und ja. Okay. Da wäre Nahrung, da wäre Tabak. Da wären Gewürze. Pam 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 pam. So, übrigens, was mir aufgefallen ist, ich glaube in irgendeiner Folge habe ich das mal erzählt, ist mir einfach mal eingefallen. Wenn ich 2/3 von 2000 Einwohnern, dann brauche ich natürlich 1334. 1334 Aristokraten. Nicht 667, wie ich gesagt hatte. Das wäre berechnet auf 1000 gewesen. Da habe ich mich irgendwie, da habe ich mich getäuscht. Da habe ich an 1000 gedacht und nicht an 2000. Deswegen also. Halb so wir. Cheerio. So. Dann würde ich doch mal sagen, was macht man jetzt? Tja, ich würde vielleicht fast sagen, da kann sich der Zukunftsbandit drum kümmern. Weil der Zukunftsbandit ja so eine tolle Sau ist und das alles sicher super hinkriegt. Und ich mache da mal eine kleine Aufnahmepause. Ich wünsche euch noch eine tolle Zeit. Cheerio mit O und so. Oder? Ich höre keinen Widerspruch. Insofern, ciao mit V. Cheerio.